Die einen sammeln Briefmarken, die anderen beschäftigen sich mit Münzen und wieder andere können ihre eigens gesammelte Bibliothek vorweisen. In Zwönitz lebte ein Mann, der all diese Leidenschaften miteinander verband. Bruno Gebhardt wurde 1894 in Kühnheide als Bauerssohn geboren und verdiente seinen Unterhalt als Dekorationsmaler. Gebhardt sammelte die verschiedensten Dinge, von Knöpfen bis Mineralien. So hinterließ er nach seinem Tod eine wohl einmalige Sammlung mit über 50 Fachgebieten und einem Wert in Millionenhöhe. Diese Sammlung findet einen würdigen Platz in einer Zwönitzer Jugendstilvilla. Die von der Familie Austl gebaute Villa entstand 1886 und bietet den richtigen Rahmen für die eindrucksvolle Ausstellung. Die Freude über die Ausstellung ist Harald Schindler, dem Leiter der Ausstellung und Bekannten von Bruno Gebhardt, deutlich anzumerken. Das Anliegen der Gebhardtschen Sammlung ist vor allem zu zeigen, was ein hochbegabter Sammler in einem 81-jährigen Leben alles zusammentragen konnte. Bruno hat also vor dem Ersten Weltkrieg schon begonnen zu sammeln und hat letztendlich mehr als 50 verschiedene Sammelgebiete beackert, sprich hat das auch sehr wissenschaftlich getan, hat katalogisiert, inventarisiert, systematisiert und sein Leben lang auch jeden Pfennig seines eigenen Vermögens in die Sammlung gesteckt. Leider ist nur noch ein Teil der Sammlung vorhanden, denn nach dem Tod Gebhardts wurde sein Lebenswerk vom kommunistischen Regime nicht wie erhofft gepflegt, sondern skrupellos verhökert. So umfasst die Waffensammlung schätzungsweise nur noch ein Fünfzigstel des ursprünglichen Umfangs. Mit großem Aufwand wurden die Exponate restauriert und neu katalogisiert. So sammelte Gebhardt auch alte Spieldosen, die jetzt nach und nach restauriert werden. Wir lassen eigentlich jedes Jahr ein, zwei Stücke restaurieren, weil wir wollen, dass den Besuchern eben auch die Dinge in Funktion gezeigt werden. Und hier ist zum Beispiel eine schöne alte Spieldose, die Clarabella. Die wurde mal in Leipzig gebaut bei der Firma Mignon und die ist etwa 120, 130 Jahre alt. Bruno Gebhardt hat viel für die Geschichte Zwönitz getan. Die Ergebnisse seiner Sammelleidenschaft bringen nachfolgenden Generationen wichtige Erkenntnisse. So erzählt jedes seiner Stücke eine eigene alte Geschichte. Deshalb bleibt seine Raritätensammlung wahrscheinlich auch weltweit einzigartig.